Hallihallo, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Miniserie. Wir werden uns in den nächsten 7 Wochen mit der Frage beschäftigen, was sind eigentlich richtig gute To-Dos, wenn du dein Online-Expertinnen-Business aufbauen willst? 7 Tipps, was du jeden Tag wieder stärken darfst, um noch erfolgreicher am Markt zu sein. Genau. Und 7 ist doch eine sehr überschaubare Zahl, aber dahinter verstecken sich wirklich sehr, sehr wichtige Faktoren, die wir jetzt alle mal uns anschauen wollen. Wir starten heute mit dem Erfolgsfaktor Nummer 1, einem absoluten To-Do. Und das trägt die Überschrift Erfolgsmindset für Online-Expertinnen. Und wir wollen dir heute erklären, was es damit eigentlich auf sich hat. Ja, denn viele denken, ja, es ist nur Strategie, es ist nur Business und Marketing und wir müssen nur ganz viel tun. Aber das ist weit gefehlt. Aus unserer wirklich mittlerweile über 30-jährigen Praxis wissen wir, dass nur etwas groß werden kann, was schon ein großes Bild in der Zukunft hat. Ja, absolut. Mit dem, woran wir wirklich glauben, übrigens nicht nur als Unternehmerin, sondern als Menschen insgesamt, bestimmen wir letzten Endes, was in der Zukunft auch wirklich Fakt sein wird. Ganz einfach, wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass du eine sehr erfolgreiche Online-Expertin werden kannst, wenn du dir nicht vorstellen kannst, ein Programm zu führen oder deine Dienstleistung wirklich einem sehr, sehr breiten Markt sozusagen sichtbar zu machen, wenn du dir das alles erst recht nicht vorstellen kannst, dann wirst du auch nicht zu den geeigneten Maßnahmen greifen, damit es überhaupt zu diesem Ziel kommen kann. Das heißt, es ist wirklich eine Grundvoraussetzung dafür, dass du dir das selbst abnimmst. Also Erfolgsmindset heißt vor allen Dingen auch, dass du in deinem Selbstbild, also in dem Bild, das du von dir hältst, diese Möglichkeit als normal einprogrammiert hast. Und zwar ohne jeglichen Zweifel. Und da müssen wir hinkommen. Da müssen wir hinkommen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, ihr seid doch to do. Was soll ich denn da tun? Das ist doch Mindset, das ist doch Denken. Ja, aber bei uns in Uplift lernst du, wie du wirklich diese Mindset-Arbeit in To-Dos umwandelst. Also sprich in echte Schritte, in Aufgaben. Du wirst lernen, wie du wirklich an dein Mindset drankommst. Wir sagen immer, wir haben früher das Wort schon sehr häufig gehört, aber konnten uns darunter nicht viel vorstellen. Vor allem haben wir uns immer überlegt, ja, wie kommen wir denn da oben dran? Was ist denn ein Werkzeug? Was ist denn ein erster Schritt? Was muss ich denn konkret leisten, damit sich mein Denken ändert? Und das ist wirklich der große Vorteil von Uplift, das ja auf Thinking into Results basiert. Du lernst dort genau das, wie nämlich aus dem großen Ziel in Erfolgen, in Resultaten zu denken, wie daraus Arbeitsanleitungen entstehen. Und das ist auch etwas, was uns sehr stolz macht, dass wir das weitergeben dürfen an dich, die auf diese Art und Weise wirklich lernt, ja, wie denke ich denn anders? Wir haben es ja eben gerade schon gesagt, ein ganz großer Teil davon besteht darin, dass wir unsere eigene Vorstellungskraft benutzen, um Bilder entstehen zu lassen. Wie entstehen überhaupt Bilder? Bilder entstehen im Grunde genommen immer auf 3 Wegen. Und immer das, was wir uns ständig als Bild vorspielen, das entsteht auch. Also lass uns noch mal ganz kurz anschauen, auf welche 3 Wege diese Bilder überhaupt entstehen. Ein erster Weg, wie Bilder entstehen, die du auch halten kannst, ist, dass du dich erinnerst. Und Erinnerungen können natürlich positiv aufgeladen sein. Da können positive Bilder entstehen, als dir etwas ganz Tolles gelungen ist, als du deine erste zahlende Kundin erreicht hast, als du vielleicht deinen ersten 5-stelligen Monat erreicht hast. Das alles sind durchaus gute, positive Bilder. Aber oftmals ist es so, dass entweder wir erinnern uns an etwas, was nicht gut gelaufen ist, oder aber wir erinnern uns an etwas, was wir schon mal erreicht haben und halten dieses Bild. Und während wir dieses Bild halten und halten und halten, wiederholen wir ständig das, was wir sowieso schon mal erlebt haben. Und das ist per Definition kein Wachstum, kein Vorwärtskommen. Der zweite Schritt, mit dem du sozusagen Bilder hältst, ist, wenn du den ganzen
Tag lang nur immer auf das schaust, was genau jetzt um dich herum ist, was jetzt in deinem Business ist, die Anzahl Kunden, die du jetzt hast, die Anzahl Interessenten, die im Moment auf dich zukommen, die Art und Weise, wie du heute dein Produkt oder dein Angebot in den Markt bringst. Und wenn du das, also was jetzt gerade da ist, immer in deinem Bild hältst und hältst und hältst, passiert ehrlich gesagt genau das Gleiche. Du kreierst immer wieder das Gleiche. Und genau das ist eben wieder kein Vorwärtskommen. Das heißt, es gibt eigentlich nur den dritten Weg, den wir wirklich nutzen sollten und den, Nicole, wir zwei viel zu lange, viel zu wenig genutzt haben, nämlich dass es wirklich unsere Vorstellungskraft dafür nutzen, um das Bild entstehen zu lassen, was wir zukünftig als beste Version unserer selbst, unseres Business, unseres Angebotes, unseres Teams wirklich erleben wollen. Das heißt, da müssen wir immer wieder hingehen. Das ist das Bild, ein zukünftiges Bild, das wir immer und immer und immer wieder vor unserem geistigen Auge halten wollen. Denn wenn wir das tun, dann lassen wir diese ganzen Ketten dieser anderen alten Bilder oder auch jetzigen Bilder hinter uns und zum Quell unserer Neumanifestation wird wirklich ein zukünftiges Bild, ein Bild von dessen, was wir wirklich im Leben erleben wollen. Und das ist der fundamentale Unterschied. Ja. Das Schöne bei Thinking into Results ist, dass wir genau diesen Prozess, wie wir also quasi das komplette Denken umbauen, du hast es jetzt gerade mal an dem Beispiel des Bildes gesehen, dass wir das in 12 sehr aufgeräumte Schritte sozusagen sortiert vorfinden von Bob Proctor und dass wir das dann eben in unser Leben transferieren können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine völlig andersartige Herangehensweise an die Frage, wie kreiere ich aus den Bildern, mit denen ich mich umgebe, wirklich eine neue Realität. Und vielleicht hast du es auch schon gespürt, als du das gerade nachvollzogen hast. Aus dem Bild, aus dem Zukunftsbild, aus dem Bild, wie du es gerne hättest, entsteht natürlich eine ganz andere Energie. Wir sagen auch Vibration, eine ganz andere Schwingung. Und das können wir vielleicht auch noch hinzufügen, ist eine unserer Haupt-To-Dos als Erfolgsunternehmerin. Wir sorgen dafür, dass wir auf die Schwingungshöhe unseres Wunschzieles kommen. Und zwar genau dadurch, indem wir uns damit verbinden, indem wir uns überlegen, wie wir uns fühlen, wenn wir einen ganz anderes Umsatzwachstum haben, wie wir uns fühlen, wenn wir ein Team haben, auf das wir uns verlassen können, dann gehst du auch wirklich sehr konkret in dieses Gefühl rein des Vertrauens, der Aufgabenübergabe, wie schön es ist, einen Report zu bekommen, statt alles selbst zu erackern. Du schaust dir an, wie es sich anfühlen wird, am Monatsende die Zahlen zu kontrollen, statt einfach nur immer selbst hinterher zu skaten. Also vielleicht spürst du schon, alleine durch die Beschäftigung mit diesem Bild kommst du auf eine ganz andere Schwingung. Dieser Ballast, wie Susi gerade sagte, der alltägliche Schamott, der uns einfach an den Knöcheln klebt, der verschwindet in dem Moment und wir wenden uns diesem viel höheren Ziel zu. Und zweiter Effekt, es werden ganz andere Ressourcen frei, ganz andere Möglichkeiten, neue Ideen zu entwickeln, weil wir eben nicht in den Niederungen des Jetzt rumschwimmen, wo alles immer gleich ist, gleich war, sondern wir sind jetzt ja eine andere Person geworden, eine, die das Zukunftsziel erreicht hat, die ganz andere, viel coolere, viel bessere, viel weitreichendere Ideen hat und die natürlich Dinge tut, die du dich heute vielleicht noch nicht traust. Also daran siehst du, warum das Erfolgsmindset das erste To-Do ist, das wir für dich ausgewählt haben in unserer Miniserie, die da heißt Erfolgs-Online-Unternehmerin, Expertenwissen in wirklich zu kapitalisieren. Jetzt könnte man ja denken, ja, ist da denn nicht erstmal eine Strategie, eine Landingpage, ein Funnel, ein X, ein Y dazu? Ganz bestimmt, das sind alles Bestandteile, aber Haupt-To-Do, das ist dein Erfolgsdenken. Das ist das, was bei dir jeden Tag da oben los ist. Absolut. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu ergänzen, das legt sozusagen das Ausmaß fest. Dieses Erfolgsmindset legt die Liga fest, in die du hineinwächst. Sie legt wirklich die Größe deines unternehmerischen Wirkens fest. Und von daher ist es die entscheidende Schraube, an der du wirklich, wirklich drehen musst und die von
bestimmt 95% aller Unternehmerinnen übersehen wird. Und Nicole, vielleicht noch mal kurz zur Ergänzung. Du sagtest es ja auch gerade, wir gehen dann, wenn wir auf einer anderen Vibration sind, weil wir ein zukünftiges Bild unseres großartigen Unternehmens als Kalibrierung sozusagen nehmen, sind wir nicht nur auf einer anderen Frequenz, sondern wir ziehen auch komplett andere Kunden an. Und das ist auch nochmal ein großer, großer Punkt für all diejenigen, die sagen, ich möchte die richtigen Kunden anziehen. Wenn wir uns auf dieser Frequenz befinden, wo wir ein großartiges Business vor uns sehen, wo wir uns selbst auch sehen als eine der Top-Expertinnen auf unserem Fachgebiet, dann werden wir auch die Kunden anziehen, die genau nach dieser Expertin gesucht haben und bereit sind, auch für diese Dienstleistung oder für dieses Produkt, für dieses Angebot wirklich einen signifikanten Betrag zu entrichten. Also es hängt alles miteinander zusammen. Es ist wichtig, so bald wie möglich, wenn man sich wirklich vorgenommen hat, Wachstum, da soll es hingehen, dass man vor allen Dingen zunächst am Unternehmerinnen-Mindset beginnt. Tu dir einen riesen Gefallen. Wische die Fragen, die wir jetzt hier aufgewirbelt haben, nicht einfach vom Tisch, indem du sagst, doch, ich kann mir das vorstellen, doch, das ist, ich will groß werden. Ich denke immer schon daran, wie es ist, 10 Millionen Jahresumsatz zu haben. Da bleiben wir auf einer gedanklichen Ebene, die reicht noch nicht, denn wir müssen ran an unseren wirklichen inneren Talk. Und deswegen raten wir wirklich ganz tief, sich mit deinem Glauben an dich selbst und an deine Wirksamkeit als Unternehmerin intensiv zu beschäftigen. Denn da liegt das Wohl und Wehe. Je mehr du wirklich an dich glaubst und nicht nur so, ja, ich möchte das, ich hätte das gerne, das glaube ich schon, dass das geht. Nein, wir reden jetzt von einem wirklichen, ganz bewusst in dir gepflanzten Glauben an deinen Unternehmerinnen-Erfolg. Je besser du den wirklich düngst und setzt, desto besser wirst du abheben, desto mehr Umsatz wirst du machen, desto mehr Reichweite wirst du haben. Es lohnt sich wirklich und wie gesagt, mach nicht einfach nur innerlich einen Check da dran, Haken, kann ich schon, habe ich schon, sondern nutze ruhig diesen Gedankenimpuls, den wir dir heute hier geben möchten, dazu nochmal ganz, ganz aufmerksam zu hören auf das, was du dir innerlich immer wieder sagst. Ja, dann freuen wir uns darauf, dich wieder zu treffen, wenn wir über den zweiten To-Do-Faktor sprechen, der jeder erfolgreichen Unternehmerin gut steht. Bis dahin. Bis dann.